Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend an alle, die schon dabei sind. Und alle, die vielleicht noch nicht dabei sind. Und vielleicht auch an alle, die überhaupt nie dabei sein werden. Ich begrüße einfach alle. So bin ich. Inklusiv wie immer. Und exklusiv, bitte. Vielleicht auch implosiv. Das kommt drauf an. Ich hoffe nicht. Hallöchen, Heschi auf jeden Fall, der schon seit einiger Zeit im Chat herumwackelt und anscheinend möchte, dass ich eine gelbe Karte bekomme. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die gelbe Karte bekomme. Nehmen wir an, es soll eine Kreditkarte sein, aber es sieht aus so wie gelbe Karte. Und dann als nächstes gibt es die rote Karte und dann bin ich gebannt von Twitch oder so. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet heute einen wunderschönen Tag. Ich hatte heute eigentlich einen angenehmen Tag. Ich hatte nur am Vormittag eine Schulung. Die habe ich gut hinter mich gebracht. War Gott sei Dank nur über Teams. Das konnte ich von zu Hause machen. Das war sehr, sehr angenehm. Und den Rest des Tages habe ich mich ein bisschen um meine Videos gekümmert und hier und da und ja, ein bisschen gespielt. Ich habe heute wieder Swarm Disaster gemacht, habe heute das zweite Mal Schwierigkeitsgrad 5 durchgespielt mit Elation Fahrt und gemeinsam mit Ratio und Topas im Team. Hat sehr gut funktioniert. Yes. Meine, okay, abgesehen davon, dass erst Ratio tot war und dass dann kurz vor Schluss doch Luocha tot war, aber Gott sei Dank, Luan Mei und Topas haben waren sehr, sehr stark und haben dann noch Gott sei Dank gemeinsam mit dem Pfad-Dingsbums mit Aha gemeinsam den Käfer besiegt. Ja, so war das heute. Eigentlich sehr, sehr angenehm, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, bei euch ist auch alles gut. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heschi, wie geht's deinem Hals? Geht's dir inzwischen schon besser? Ansonsten, ja, eigentlich wirklich sehr angenehm. Ja, wie ihr im Hintergrund vielleicht seht, spielen wir heute wieder Supermarket Simulator, nachdem wir das letzte Mal gespielt haben am Sonntag. Hatte ich so viel Lust, gleich weiterzuspielen, aber ich habe mich zurückgehalten und habe das extra für heute aufgehoben. Und nachdem sich einige auch gewünscht haben, das mal wiederzusehen, gibt es heute wieder Supermarket Simulator. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weiterläuft mit unserem Shop dann. Ja, ich habe schon so ein paar Tipps hier und da bekommen, was man gut machen kann, was nicht so gut läuft. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Guten Abend, Raya. Hallöchen. Willkommen, willkommen. Endlich mal nicht zur Arbeitszeit. Ja, Gott sei Dank. Außer man hat Spätdienst. Wenn ich Spätdienst hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt erst zurückkommen. Aber morgen habe ich wieder Spätdienst. Ja, was soll man machen? Alle 2 Wochen gibt es halt Spätdienst. Da muss man durch. Da muss man bis 20 Uhr arbeiten. Aber theoretisch um 21 Uhr wäre ich schon zu Hause, aber noch nicht ganz schaufähig, weil da muss man noch Abendessen, duschen und alles, ja. Ja, deswegen streame ich auch abwechselnd immer abends und nachmittags, je nachdem wie es geht, damit alle mal was von mir haben. Hehe. Kira für alle. So. Gut, ich mache mich wieder ein bisschen kleiner. Ich glaube, ich war so in der Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, beim letzten Mal. Oh, Kamera richten. Okay, ich darf nicht zur Seite schauen. Nur nach oben zur Seite. Egal, es passt schon. Oder soll ich nochmal neu? Ich glaube, ich muss einmal neu kalibrieren. Ah, bin ich ganz zufrieden. Jetzt bin ich überhaupt nicht zufrieden. Manchmal ist das voll blöd. Je nach Licht. Naja. Okay, schauen wir mal einfach mal so, ob es so geht. Ich glaube, jetzt ist es besser ein bisschen. Manchmal ist es schwer mit dem VTuber. Dann geht es eine Zeit lang gut und dann manchmal ist das Licht irgendwie so, dass es nicht will oder keine Ahnung was. Oder es stellt sich wieder zurück. Ich weiß es auch nicht. Manchmal muss man halt neu kalibrieren. So, jetzt
So, deswegen streamst du des Öfteren am Mittag. Naja, dann, normalerweise ist es so, dass ich montags und freitags von Mittag bzw. nachmittags streame und mittwochs und sonntags am Abend, obwohl der Mittwoch manchmal hin und her geswitcht wird, weil manchmal mache ich auch Mittwoch am Nachmittag oder ab Mittag, Mittag, Nachmittag. Und statt dem Abend, aber manchmal auch sowohl als auch. Heute habe ich nur am Abend gemacht, weil, wie gesagt, ich hatte die Schulung und ja. Gut. Wir machen einfach mal weiter. So. Daily Dosis auf Kira ist wichtig und richtig. Ja, deswegen bitte gerne auf YouTube vorbeischauen, gell? Ich habe schon über 1000 Videos, glaube ich, jetzt auf meinem VOD-Channel, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? Wie viele Videos habe ich jetzt auf dem VOD-Channel? Also sollte eigentlich niemanden fad werden. Steht nur noch 1000 Videos. Uff. 1012 Videos sind da, also ich meine, kann man sich schon einige von anschauen. Ich meine, manche sind relativ kurz, aber ich würde sagen, im Durchschnitt, die meisten Videos sind 2 bis 3 Stunden lang. Die am Anfang waren halt ein bisschen kürzer. Ja, da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. This is your daily dose of Kira. Ja, wir hatten das letzte Mal schon den Shop schön eingeschlichtet, wie man sieht, und aufgestockt. Bin aber überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen mehr kaufe. Preise haben wir schon organisiert. Wir sind jetzt bei Tag, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Tür ist gesperrt, okay. Was haben wir da noch? Kaffee, Milch, Toastbrot. Noch mehr Kaffee, okay. So, wie ging das so? Und dann. Hier ist abstellen. So. Ich habe so viel Kaffee gekauft. Wieso? Noch ein bisschen Erdnussbutter wäre, glaube ich, gut. Oder? Ich habe keine Ahnung, was sie kaufen. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen aufteilt, was sie kaufen. Ich möchte auf jeden Fall noch ein weiteres Regal dann demnächst besorgen. Ja. Gut. Hallo, Hallöchen, Raffi. Wassermarsch. Gerne. Gibt es da den allerersten Kira-Stream? Den allerersten nicht? Ich glaube, das allererste, was ich jemals gestreamt habe, ich weiß nicht. Ich habe vor Genshin habe ich ein paar Streams gemacht. Beziehungsweise der erste Stream, der auf dem YouTube-Channel ist, ist, was war das? Rollercoaster Tycoon, glaube ich. Habe ich mit Flynn Rollercoaster Tycoon gespielt. Ich habe ge gestreamt. Das Ende von Ghost of Tsushima habe ich gemacht. Das weiß ich. Das habe ich aber nicht gespeichert. Ein paar Sims 4 Videos, die habe ich auch nicht gespeichert. Und Terraria haben wir, glaube ich, 2, 3 Streams oder so gemacht. Und das erste, was ich abgespeichert habe und hochgeladen habe, war halt Rollercoaster Tycoon, 3 Teile und dann halt ab Genshin. Und eigentlich seitdem jeder einzelne Stream ist drauf. Und sogar ein paar extra Videos, die ich nur so aufgenommen habe. Ja, deswegen auch schon 1012 Videos. Das kommt einiges zusammen in 3 Jahren, 3,5 Jahren. Yes. Ja, ich habe heute eh einmal durchgeschaut. Da habe ich den ersten Stream rausgesucht, den ich mit Mikro gemacht habe. Wasser können wir auf jeden Fall noch besorgen. Wasser sieht ein bisschen mager aus. Wasser holen wir noch. Erdnussbutter geht immer gut, oder? Besorgen wir gleich ein bisschen mehr von diesen neuen Produkten. Da haben wir nicht so viel. Die Elio-Spaghetti. Wie viel Geld habe ich? Oh, ich habe kein Geld. Daran liegt es vielleicht, dass ich nicht mehr bestellt habe. Okay, dann öffnen wir den Laden, würde ich sagen. Okay, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ich habe auf jeden Fall vor, noch ein paar Tage selbst zu kassieren, weil ich habe gehört, Zucker brauchen wir auch. Die Kassierer, die man einstellen kann, sind sehr, 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 sehr langsam und ich kassiere wahrscheinlich 10-mal schneller als die. Also von daher, ja. Auf geht's, öffne den Markt. Wir sind bereit, würde ich sagen. Ja, das ist alles nachgefüllt. Ich habe Kaffee, Milch und Toastbrot. Eh das Wichtige, oder? Ein Morgen ohne alles. Guten Tag, der Herr. Willkommen. Herzlich willkommen im Kira-Markt. Bitte schauen Sie sich um. Wunderschönen guten Abend, Holdemaid. Hallöchen, Black Bean. Willkommen. Worum geht's in dem Spiel? Kommen da Kunden? Genau.
Wenn man den Laden öffnet, dann kommen Kunden, kaufen Sachen ein aus den Regalen. Wir müssen kassieren, richtig Geld zurückgeben oder den richtigen Betrag im Terminal eingeben. Zack. Zack, der zahlt mit Karte. Wir müssen den Betrag eingeben, 34 Dollar, zack, und dann ist er weg. Gut, und wenn die Produkte weg sind, dann müssen wir neue bestellen und nachfüllen. Schauen wir mal, was besonders beliebt ist. Aha, der Herr mag Basmati-Reis, Spaghetti, okay, alle auf Kohlenhydrate aus. Ich bin sowas nicht gewohnt. Okay, Öl und Wasser. Okay, 15,50. Zack. Auf Wiedersehen. Ja, und mit der Zeit verdient man halt hoffentlich mehr Geld und kann dann neue Regale kaufen. Man kann Lizenzen für neue Produkte kaufen. Oh Gott, was hat denn, das ist ja ein Rieseneinkauf. Wahnsinn. So, der hat jetzt Geld gegeben. Wechselgeld 50 Cent. Zack. Und tschüss. Zahlt auch bar. 12,25 Retour. Dankeschön. Und gleich sind meine Regale leer, glaube ich. Zack. 37,50. Danke. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dann gleich Wasser bestellen. Ja, ich bin schon da. Und man kann dann nachher auch Kassierer kaufen, die für dich kassieren. Okay, genau gegeben. Aber man muss halt immer auch schauen, dass die Regale voll sind. Eins zurück. Dankeschön. Was haben wir da? Toastbrot. Hat jemand Toastbrot gekauft? Nicht wirklich viel. So. Zack. Ich glaube, die Kunden stört das nicht, wenn die Kartons auch offen rumstehen oder so. Die rennen einfach drüber. Das ist aber unhöflich. Ich stell das eh in die. Wahnsinn, was kaufen die denn alles? Rieseneinkäufe. Ja, die Preise kann man auch selber gestalten. Man sollte halt schauen, dass man immer mit den Marktpreisen mithalten kann, dass man nicht zu teuer ist. Wie gesagt, wie viel beeinflusst, wie das jetzt letztendlich das Kundenverhalten beeinflusst, weiß ich nicht. Aber Milch. Es ist voll, ja, ich weiß. So. 50 zurück. Dankeschön. Also es ist eigentlich eine Simulation. Aber es macht schon viel Spaß, muss ich sagen. Am Sonntag habe ich schon einmal gespielt. Tut mir leid, dass ich jetzt den Chat nicht so lesen kann, während der Shop offen ist. Ich lese dann immer, wenn wir fertig sind am Abend. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich kann natürlich Pause drücken, aber es würde, glaube ich, ein bisschen den Spielflow. Oh, da ist irgendwas leer geworden. Was war denn da? Ich weiß schon gar nicht mehr, was da war. Hilfe, wir müssen neue Sachen kaufen. Aber jetzt habe ich genug Geld eingenommen, damit wir neue Sachen einkaufen können. So, ich bestell gleich wieder. Was habe ich gesagt? Zucker. Oh mein Gott, das Öl ist auch weg. Ich habe zu viel gekauft. Okay, Zucker nehmen wir zweimal. Zack, was war unten? Das normale Öl nehmen wir zweimal. Warte. Das hier schnell. Tüp, tüp. Schlange da. 15 Retour. Danke. Tüp, 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 tüp. 34,50. Die machen auch so Rieseneinkäufe. Ja, und natürlich sollte man auch alle Produkte immer lagernd haben, weil sonst werden die Kunden grummelig, wenn sie etwas nicht finden, was sie kaufen müssen. Wie im echten Leben halt. Warum haben sie das nicht? Das ist aber in ihrer Werbung. Wehren sie sich beim Marketing. Produkt ist seit Wochen im Rückstand. So. 4,50. Ja, nur wenn sich die Kunden beschweren, ist es meine Schuld. Oh mein Gott, die Regale sind leer. Nudeln brauchen wir auch. Zwei Packungen Nudeln. Chokipix. Warte, ich bin gleich da. Nehmen wir auch zwei. Wie viel Geld habe ich schon? Oh mein Gott, ich kann eh kaufen. So. Die Elio Nudeln. Salz nehmen wir zwei. Olivenöl zwei. Mehl.
Erdnussbutter 2. Was haben wir gesagt? Wasser nehme ich auch 2. Warte, ich kassiere schon. Und eigentlich sollte ich Licht einschalten, wenn es dann dunkel wird. Naja, das habe ich jetzt wieder vergessen. Wechselgeld 6,50. Karte 29,75. Danke. Ja, nur vor lauter Kassieren kommt man zu nichts anderem. Wechselgeld 5. Dankeschön. Sie hat irgendwas nicht gefunden, deswegen hatte sie jetzt irgendwas über dem Kopf stehen. Es tut mir leid. Ich komme nicht nach. Bin zu beliebt. Die Karte, die steckt schon drin. Ich muss noch Licht anmachen. Ja. Boah. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Geld gemacht. Das heißt, wir können morgen alles gut nachfüllen. Alles nachbestellen. Wechselgeld 1 Dollar. Was haben wir da jetzt alles im Warenkorb? Schauen. Der Erdnussbutter. So, Wechselgeld 0. Konnte was nicht finden. Ja, es tut mir leid, ich komme nicht nach. 1, 2, 3, 4, 25. Danke. Ich bin ich einfach zu günstig, deswegen laufen sie mir so die Bude ein. Die Ello Spaghetti Nudeln. So, jetzt ist 9 Uhr, jetzt kommt noch ein letzter Kunde. So, schauen wir mal kurz, was wir jetzt im Warenkorb haben. Die Hälfte habe ich nicht reingegeben. Das ist das Problem. So, warte mal. In den Warenkorb, in den Warenkorb, Warenkorb. Wir können da noch immer ausdingseln. Was haben wir da noch? Oh Gott, das ist alles leer. Ja, ich komme schon. Sie kaufen das, was noch gibt. Dankeschön. Da kommen ja noch mehr Kunden. Es ist schon 9 Uhr, Leute. Ihr macht meinen ganzen Laden leer. Wechselgeld 0. Konnte Wasserflaschen nicht finden. Es tut mir leid. So, was haben wir da jetzt alles schon? Kann man nur 10 Dinge auf einmal eingeben? Hab ich da echt zu viel bestellt? Dann mache ich das morgen in der Früh. In Ruhe. So, 37, 25 Retour. Dankeschön. Konnte Puderzucker nicht finden. Geschlossen. Okay, sie haben mir fast die ganze Bude leer gekauft. Füllen wir erstmal nach, was wir haben. So, jetzt kann ich lesen. Wie ist das Wertebefinden? Danke, alles super. Kann mich nicht beschweren. Nur im Stress im Laufe des Arbeitstages, wie es halt so ist im echten Leben. In der Früh noch ruhig und dann laufen sie einem die Bude ein. Hey, aber Kaffee war jetzt nicht so der Renner, muss ich sagen. Milch? Ich kann nicht nur 10 Pakete auf einmal kaufen. Doch, ich darf nicht vergessen, man kann auch rennen. Okay. Einmal Kaffee haben wir noch. Zack. Zack. Na komm. Hallo. Achso, das ist leer. Warum geht das nicht? Der Karton ist leer. Okay. Ich würde sagen, gut, wir haben 896 Dollar. Was ziemlich cool ist. Hallöchen King, willkommen, willkommen. Danke für deinen Raid und willkommen, liebe Raiders. Wie geht's euch? Oh, voll im Stress da mit dem Shop. Aber für einen Shoutout habe ich immer Zeit. Schaut und es funktioniert jetzt auch wieder. Ich habe mein Skript repariert, gleich am Montag am Abend noch und es funktioniert wieder. Tekken gespielt, sehr, sehr cool. Raid incoming, danke dir King. Wie lieb's? Wie läuft deine Tekken? Dein Tekken-Erfolg sozusagen. Hoppala, ziemlich verklickt. Ich will nicht Star Rail starten. Was ist denn los? Versehentlich verdrückt. Schöne Supermarkt. So, schauen wir mal. Ich lese mal nochmal, was ihr noch geschrieben habt. Also, wie ist das Wertebefinden? Mir geht's super. Und der Kauf für die ganze Familie, das ist ja in Ordnung. Dafür ist der Supermarkt ja da. Pass vor Diebstahl auf, glaube, der eine hat nicht gezahlt. Das gibt es noch nicht. Das kommt erst mit dem nächsten Update. Und Warensicherung. Ich habe schon Angst, ein bisschen. Aber das ist der normale Lauf des Lebens. Das muss man dann halt einfach im Verkaufspreis mit einkalkulieren.
Ja, leider schon so oft Diebstähle und so miterlebt, beziehungsweise Etiketten dann gefunden von gestohlenen Waren. Irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann. Man kann nicht überall seine Augen haben, es ist einfach. Man kann aufmerksam sein, anwesend sein, ohne unangenehm zu sein. Aber alles kann man nicht verhindern, leider. Ja. Das ist im Preis, im Verkaufspreis bin ich inkludiert normalerweise. Hallöchen Tobi, wie geht's dir? Und Hallöchen Mia, Hallöchen, nicht vergessen zu trinken. Kira braucht Mitarbeiter, ja, brauche ich definitiv bald. Aber vorher brauche ich noch eine zweite Kasse dann, damit ich mitkassieren kann. Weil ich kann das nicht mit ansehen, wenn der da sitzt und wie eine Schnecke kassiert. Wie im echten Leben. Wie heißt der Laden denn? Man kann ihn leider noch nicht benennen. Derweil heißt der Supermarket, wie man sieht. Ja, keine Ahnung, ob man den irgendwann umbenennen kann. Ich habe zumindest keine Möglichkeit gefunden. Am Computer oder so. Dass das geht. Fassung kommt bald also. Nehmen wir mal an, dann wird man seinen Shop auch umbenennen können und so. Es ist noch ganz am Anfang Early Access. Ja, ich weiß nicht, welche Version. 0 Punkt, 0 Punkt, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn Kira-Markt genannt. Huhu, setz mich in den Lurky. Hallöchen, Mr. Supertoast, willkommen. Danke für deinen Lurk. So, was sagt King? Hab ein paar Charakterepisoden gemacht. Davor erst Master Duel, dann Formel 1, 2, 1, 23, 1, 2, 3. Was ist so? Was ist Formel 1, 2, 3? Nein, Formel 1, 23. Und zum Schluss Tekken 8. Okay, also eine bunte Mischung. Wie ein Triathlon. Gesundheit. Hallöchen. Lin hat seinen Hai im Wohnzimmer vergessen. Ja, wie ein Triathlon. Karten spielen, Auto fahren und prügeln. Das ist ein King-Triathlon. Und mir geht es gut. Das höre ich gerne. Kiras Discount. Naja, ich versuche nicht zu discountig zu sein, sondern faire Preise zu machen, aber trotzdem günstiger als die Konkurrenz zu sein. So kann man es sagen. Sein Hai. Ja, kennt ihr von Ikea diese Haie, diese Plüschhaie? Das letzte Mal, als wir beim Ikea waren, hat Flynn sich einen Plüschhai gewünscht. Den kleinen. Wie heißt der? Blanc-Hai oder so? Ja. Und den hat er irgendwie im Wohnzimmer liegen lassen. Und den hat er jetzt anscheinend vermisst. Nicht der Hai, doch der Hai. Kein Wal, ein Hai. Günstiger als Aldi und Lidl. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ein Toast für 2,50. Obwohl, ehrlich gesagt, so Großpackungen Toast kosten schon. Ich weiß nicht, ob sie beim Lidl und beim Aldi so viel kosten. Könnte günstiger sein. Also so abwegig, meine Erdnussbutter 5 Euro. Puh. So abwegig sind die Preise jetzt gar nicht. Öl 4 Euro ist absolut drin. Öl kostet jetzt Rapsöl, ein normales. Was? Ivo sagt gerade, eine Toastbrotpackung kostet 5 Euro. Ach so, im Supermarkt. Bei mir 2,50. Also bitte nicht zu Ivo gehen, sondern bei mir. Ich mache trotzdem noch 1,76 Profit, aber der Marktpreis im Durchschnitt liegt bei 2,84. Ich verkaufe es für 2,50. Deswegen kommen alle Leute zu mir. Ja, es kommt halt immer an, die Marktpreise schwanken halt immer. Gut, ich würde sagen, nachdem ich nichts kaufen kann, beenden wir den Tag und starten wir den neuen Tag morgen frisch. Zack. Produkte nicht gefunden, 14. Ach du grüne Neune. Profit war jetzt nicht ganz so gut, muss ich sagen, aber sie, ja. Egal. Okay, der schwarze Tee ist gefallen. So, da liegt jetzt der Marktpreis bei 5. Das heißt, wir werden 4,75 machen. So. Kann man nichts machen. Dein Sohn? Ja, mein Sohn. 5 Euro Erdnussbutter mit Goldstücken drin. Das ist gar nicht so weit hergeholt, muss ich sagen. Na okay, wahrscheinlich Erdnussbutter im Durchschnitt wird wahrscheinlich 3 Euro kosten, oder?
Ich kaufe Sachen immer nur, wenn sie im Angebot sind. Normalerweise, ich warte immer, bis die Sachen 1 plus 1 gratis sind oder so oder minus 25% auf Produktgruppen. Ich meine, man muss in Österreich ein bisschen abwägen. Es ist alles ein bisschen teurer als in Deutschland. Und die Angebote sind manchmal auch nicht so gut, aber ja. Und dann kaufe ich immer auf Vorrat. Letzte Woche drei riesengroße Pakete Katzenfutter gekauft, weil Katzenfutter im Angebot war. So, jetzt schauen wir mal, ob ich noch was hinzufügen kann. Okay. Irgendwie mag er das nicht so. Okay, ich kaufe mal die Sachen, schlichte sie ein und dann kaufe ich noch mehr Sachen. Wir haben auf jeden Fall noch 691. Pakete liegen da auf der Straße schon wieder. So. Zack. Ja. Öl. Öl, wir brauchen Öl. Zuklappen. Hoppala. Zuklappen. Und abstellen. Zack. Wir haben auf jeden Fall. Ich sag jetzt mal. Sollte ich mir gleich noch ein neues Regal kaufen? Das kann eigentlich nicht schaden, oder? Das ist teuer. Das ist das Problem. Schauen wir mal. Ich fülle mal auf, was ich da habe. So, das ist das blaue Mehl. Das war, glaube ich, hier, oder? Blaue Türkis. Nudeln. Mir wirklich alles weggekauft. Wie die Wahnsinnigen. Hilft nichts. Ich werde einen Kassierer brauchen. Und zweite Kasse. Und noch ein Regal für noch mehr Produkte. So, der Zucker. Sei Dank drei rein. Die Himbeeren sehen gut aus. Und die Heidelbeeren. Das letzte Mal Heidelbeeren gekauft. Die waren echt nicht gut. Die waren richtig nicht schön. Habe ich wieder heute eine neue Packung gekauft. Ich hoffe, die sind besser. So, solche Heidelbeeren habe ich seit, weiß ich nicht, lang nicht gegessen. War wirklich enttäuschend. Die hatten einen ganz miesen Geschmack. Als wären sie schon, weiß ich nicht, lange da gewesen. Und zusätzlich, ich glaube, wir werden wirklich ein Regal kaufen, damit wir mehr Produkte. Oh Gott, alles ist leer. So, wir werden die Kühltheken darüber dingseln. Dafür noch ein Regal kaufen. Passt. Gut. Wie viel kostet denn noch so eine weitere Kasse? 500. Okay, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ist das Saldo? Kann man nicht lesen, was das ist. Das. No translation found for small rack in furnitures. Okay. Einfach so ein Regal. Ist das ein Lagerregal? Vielleicht. Hast du es eigentlich geschafft, Sparkle zu ziehen? Yes, habe ich. Ich hatte ja den 50-50 sicher. Beziehungsweise den hatte ich schon verloren an Clara. Und 77 Puls habe ich noch gebraucht. Und ja, habe sie dann bekommen. Leider, wie gesagt, 77 Puls. Ich habe gesagt, naja, wenn ich 20, 30, wenn ich ganz early schaffe, würde ich noch versuchen, den Leitkorn zu bekommen. Ja, geht jetzt leider nicht, weil ich jetzt für Aventurine weiterspare. Aber ich habe sie bekommen. Ja, ich habe jetzt Bronjas Leitkorn bekommen, gegeben. Ja. Und jetzt wird weiter gespart. Aber demnächst werde ich im Standardbanner was bekommen. Wie viel Pity hatte ich im Standardbanner? Muss auch um die 70 gewesen sein, oder? Irgendwo um die 70 waren wir im Standard. Also demnächst wird es dann ein Standard Five-Star geben. Gut. Also, ich sag, wir kaufen tatsächlich das Regal.
kostet uns zwar 200 und dann müssen wir noch Produkte kaufen. Jetzt werden wir systematisch durchgehen, was wir alles brauchen. Zucker, nachdem es dreireich ist, wird gehen. Ich bestelle noch türkises Mehl, einmal Sandwich. So, eine Packung Sandwich Toast. Was war da oben? Ja, vergessen. Tee, einmal Kaffee. Die Schokipicks waren da, gell? Zwei Stück gleich. Einmal Kaffee, einmal Tee. Dann von den Kühlsachen. Zweimal Wasser, einmal Milch, zweimal Eier, zweimal Wasser. Nehmen wir gleich zweimal Milch. Käse auch zweimal, zweimal Eier. Ich lasse es nicht, dass ich dann. So, zack. Zack. Ah, ich bin schon wieder auf Max. 426, okay. Kaufen wir mal, füllen wir nach und dann schauen wir weiter. Man kann immer nur 10 Pakete auf einmal bestellen. So, das ist mein Regal. Theoretisch könnte man das auch schief aufstellen. Aber das ist nicht gut für mein Karma. Schieben wir die anderen Regale ein bisschen rüber. So, dass sich die Leute da vielleicht nicht so ganz in Bedrängnis kommen. Aber ein bisschen rüber trotzdem. Trotz alledem. Deko wäre noch toll. Schaufenster, Deko. Das heißt, wir können die Produkte ein bisschen aufsplitten, damit sie dann auch genug Platz haben. So, Milch. Milch ist gut. Zack, 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 zack. Dankeschön. Ich habe vergessen, den Karton zuzumachen. Warte. So, hoppala. Die Lagertür. War Essen. Was gab's denn Gutes, Raffi? Hab gerade ein Video von dir in Genshin Adventure Rank 22 gesehen. Und wie habe ich mich angestellt? Furchtbar wahrscheinlich. So mit gleichzeitig mit Klee und Kijing in einer Party oder so. Ja, solche Sachen habe ich gemacht am Anfang. Und Noelle und so. Ganz wilde Mischung. Jeder hat mal klein angefangen, oder? Zack, Wasser. Oh, das ist das Mehl. Perfekt. Bup, 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 bup. Dankeschön. Wir recyceln natürlich den Papiermüll brav. Was haben wir da? Toast, Brot, Sandwich. Perfekt. Lieber ein bisschen mehr da haben. Hier haben wir noch 257. Wir haben ja wirklich den ganzen Laden leer gekauft. Wie die Wahnsinnigen. Ja, ich werde wahrscheinlich dann das nächste Mal tatsächlich mir dann den Kassierer einstellen müssen. Weil geht nicht anders mehr. So, Kaffee. Voll. So. Oder. Gut, was haben wir? Erdnussbutter, Salz. Die neuen Waren. Können wir jetzt ein bisschen aufsplitten. Erdnussbutter nehmen wir zweimal. Das Mehl nehmen wir zweimal. Olivenöl zweimal. Die Elio Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis und Salz. Jetzt sind wir schon wieder vor. Oh, das ist Feuer. Okay. Kaufen wir alles einmal nur ein. Wartet kurz. Was fehlt mir noch? Basmati-Reis habe ich. Alles so teuer. Und einmal Salz.
185. Was haben wir denn gar nicht mehr da? Die Nudeln habe ich gar nicht mehr da und den Reis habe ich gar nicht mehr da. 1, 2, 3, 4, 5 und das Mehl. Das heißt, wenn es sich ausgeht, nehmen wir noch einmal von dem Mehl. Basmati-Reis einmal. So viel. Nein, es geht sich gerade aus. Aber die Nudeln kann ich nicht mehr nehmen. Okay. Geht sich nicht aus mit dem. Okay, dann nehmen wir den Reis einmal. Nehmen wir das Mehl einmal weg. Zack. So. Gut. Und pleite. Rechnungen bezahlen. Sollte ich auch schauen. Gut, konnte ich mir noch leisten. Oh. Oh. Salz. 72 bis 73 war es, glaube ich. Ah, der Standardbanner. Irgendwie so um in den Dreh muss es gewesen sein. Weiß auf jeden Fall, es war 70 plus. So. Reis. Geht halt nicht anders. Zack. Wir haben jetzt auf jeden Fall Platz noch für mehr Produkte und sobald ich das erste Geld eingenommen habe, kann ich gleich wieder was Neues bestellen. Spaghetti. Ein bisschen aus wie Clever-Produkte vom Design. Kann ich mir nicht helfen. Oder? Das Öl hätte eigentlich nicht sein müssen. Noch so viel da. Egal. Jetzt noch mehr Öl. Ohne Öl nichts los. Dich naja angestellt. Es gab Honig-Barbecue-Hähnchen. Oh, das hört sich gut an. So, jetzt haben wir noch das Mehl. Das Purina-Mehl. Und Erdnussbutter noch. Dann bin ich pleite. Das war's. Gut. Deckel zu. Wegstellen. Tür kann ich eh noch nicht öffnen. So. Es sieht halbwegs gut aus, oder? Nudeln brauche ich noch. Das ist ein bisschen wenig. Der Rest geht. Nudeln könnten besser sein. So, aber ansonsten finde ich ganz gut. Bisschen Reserve habe ich. Wo sind meine Eier? Meine Eier fehlen. Oh, okay. Eier und Käse muss ich nachbestellen. Die habe ich noch vergessen. Okay, wir öffnen und sobald ich Zeit habe und Geld habe. Nudeln, Eier, Käse. Oh, kompliziert. War auch sehr lecker, das kann ich mir vorstellen. Am Montag habe ich mir auch Hähnchenschenkel gemacht. Das war so gut. Aber nur mit Salz und ein bisschen Öl. Aber sind super knusprig geworden. So, ich hoffe, die kauft viel ein. Bitte nicht die letzten Eier nehmen, okay? Sobald sie eingekauft hat. Nein, nicht die Spaghetti. Okay. Ja. Okay. Ist noch ein bisschen wenig. Aber wir können das ja schon mal so reingeben. Was haben wir gesagt? Käse am besten gleich. Ja, machen wir erstmal einmal. Einmal Käse, einmal Eier und einmal Spaghetti. So, wie viel macht das? 75. Sobald ich 77 Dollar eingenommen habe, kommen sie alle wieder auf einmal. Mittagspause, nee, noch Vormittag. Tag. Jemand hat die letzten Eier gekauft. 31. Ah, 25. Kaufe ich schnell. Na komm, einer noch. Kommen Sie jetzt alle gleichzeitig. Eins zurück. Kommen Sie wieder alle gleichzeitig da. 21. Zack. So. Bestelle kurz. Kaufen. Dann kassiere ich.
Mit Karte, Dankeschön, 55. Geld, Wechselgeld 1 Dollar. Zack. Wups. 2,75. So, jetzt hole ich schnell die Kisten rein. Einmal Spaghetti. Ein Zoom. Ja, ich komme gleich. Nicht kurz die Eier wegräumen. Damit sich niemand beschwert, dass es keine Eier gibt. Bin gleich da zum Kassieren. Warten Sie kurz. Ist hier ein Personenbetrieb. Ein Familienbetrieb. Obwohl meine Familie ihren eigenen Markt als Konkurrenz aufgemacht hat. Wie Aldi Süd und Aldi Nord. Ich arbeite in meinem Laden und Evo und Flynn arbeiten im Konkurrenzstore. Die haben sicher nicht so gute Preise wie ich. Und auch nicht so einen guten Service. Sage ich Evo so. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So. Also. Entschuldigung, ihr habt viel mehr gespielt als ich. Welches Level hast denn du? Siehst du, ich habe erst 11. Irgendwas ist da hinten schon wieder leer, habe ich gesehen. Was ist denn da leer? Ja, ich bin gleich da. Warten Sie kurz. Was waren da? Mal den Käse rein. Der ist leer. Jupp. Jupp. Bin schon da. Dankeschön. Macht zwei zurück. Einundzwanzig. Einundzwanzig. Karte 28, 50. Sechs. Da. Andere Mehl, oder? Stimmt, das fehlt. Zweite Mehl. Zwei Packungen. Ich nehme noch eine Packung Spaghetti dazu. Jetzt. Und zweimal Mehl. Zack. Bin schon da, keine Sorge. Einmal Tee, gerne. Passt so. Vierundzwanzig, 25, danke. Und was hat denn der mir gegeben? 90, 25. So, dann hole ich schnell die Kiste. Oh, ich mache schnell Licht an. Und hole die Kiste rein. Das Mehl ist leer. Und wenn Sie das Mehl suchen, dann sind Sie traurig. Ich komme gleich. Oh. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich komme schon zum Kassieren. Oh Gott, Schlange. Oh, Rieseneinkauf. Sind einfach meine unschlagbaren Preise. Danke, passt so. Einmal Salz. Danke. Zwei. Ich hätte noch gleich mehr kaufen können. Das hätte sich mehr gelohnt. In Ordnung. So, schon voll verwirrt da. Oh, Wechselgeld 1 Dollar. So, was haben wir da zum Nachschlichten? Erdnussbutter, ich komme gleich. Ich mache nur schnell die Erdnussbutter weg. Glaube aber, heute sind wir besser gefahren als gestern. Aber ich werde nicht drum rumkommen, jemanden einzustellen. Der sucht noch, dann fülle ich nach. Wasser. Ich ist leer. Bin gleich da. Warten Sie kurz. So ein Ansturm am Abend. Zack.
45, 25. Nein, mein Käse. Eins. Mit Karte. 29, 50. Was so? Wahnsinn. Der hat dir einen Huni in die Hand gedrückt. Einfach so. Erweiterte Öffnungszeiten bei uns. Normalerweise, wenn sie so kleine Beträge nur bezahlen und mit so großen Scheinen bezahlen, rieche ich immer Trickbetrüger. Und das ist gar nicht lustig, weil tatsächlich hatte ich es mal mit einem Trickbetrüger zu tun. Und wenn man sowas einmal mit dabei war, dann ist man sehr, sehr vorsichtig. Deswegen, wenn ich mal Bargeld abhebe, ich meine jetzt nicht, dass ich von einem Kassierer übers Ohr gehauen werde, aber heb normalerweise immer 10er oder 20er nur ab. Dann lieber ein paar mehr als große Scheine. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Okay, wir haben sogar noch Kaffee übrig. Der Kaffee geht okay. Das Brot. Die Regale sind nicht so leer wie gestern. Das ist schon mal, das kann man schon mal sagen. Nichtsdestotrotz werden wir uns aber wahrscheinlich keine zweite Kassa kaufen können. Noch nicht. Aber wir sind wesentlich besser aufgestellt als gestern, würde ich sagen. Was die Produkte betrifft, mit dem Extra-Regal, das ist schon gut. Das wird. So. Schließen wir den Laden und Enter. Fertig mit den Produkten nicht gefunden, nur vier diesmal. Wie Profit minus 98. Das geht doch nicht. Ich weiß. Das Regal war es. So. Gleich kommt Tsundere Evo um die Ecke, weil ich seinen Shop so in die ins Lächerliche gezogen habe. Reis kaufen. So in den Pausen immer was trinken. So. Gut. Mehl und Schwarztee. Das Farine Mehl. Und der Schwarztee haben Preisanpassungen gehabt. So, Marktpreis 5,93. Dann machen wir 5,75. Will nicht zu günstig sein. Und was habe ich noch gesagt? Der Schwarztee ist teurer geworden. Er ist jetzt auf 6. Den können wir auf 5,75 wieder anheben. Passt. Alles klar. Sagen. Sehr gut. Gut, dann bestellen wir. Zucker sieht gut aus. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir bestellen eine Packung Pasta, eine Packung türkises Mehl, eine Packung Nudeln, eine Packung türkises Mehl. Schokipick auf jeden Fall. Können wir sogar zwei kaufen? Zwei. Schwarztee sieht noch gut aus. Einmal Erdnussbutter, einmal Salz, einmal das grüne Öl. Erdnussbutter, Salz, das grüne Öl einmal. So. Spaghetti und Basmati nehmen wir zwei Packungen. Wie viel haben wir? Okay. Spaghetti, eins, zwei. Kaufen wir mal. So, füllen wir mal nach. Schiefe Turm von Paketo. Da nämlich mehr habe, die kann ich noch oben und unten auch noch hingeben. Zack. Die Regale sind voll mit Produkten. Elio Spaghetti sieht trotzdem aus wie clever Produkte. Vom Design. Ich kann mir nicht helfen. So, was haben wir da? Öl. Ja, wird.
Da noch. Da kann man keine weitere Reihe aufstellen. Gut, Hinder. Ups, nächstes Paket. Salz. Passt. Genau, leer geworden. Perfekt. Erdnussbutter. Super. Wassermarsch. Prost. Apropos E, wo liest der Herr Waschbär den Chat mit? Ich habe eine wichtige Mitteilung. Der Herr Hashtag hat eine wichtige Mitteilung im Chat. Gleich. Er ist jetzt auch gerade am Kassieren. Der schiefe Turm von Kira, den gibt's natürlich auch. Der ist gut. Das gefällt mir. Der schiefe Turm von Kira. So. Was haben wir da? Schokipick. Blub, 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 blub. Nochmal eine Packung. Blub, blub, blub. Reserve Schokipicks. Das Mehl. Sehr gut. Passt perfekt. Und einmal Pasta. Sieht das so akkurat aus? Geht jedes Mal. So. Schwarztee haben wir noch relativ viel da. Ich werde auf jeden Fall noch zwei Packungen Basmati nehmen, zwei Käse, zwei Eier. So. Zweimal Käse, zweimal Eier, zweimal Basmati. Zack. Und einmal Milch nehmen wir noch. Wir gleich kaufen sollen. Einmal Milch nehmen wir gleich zwei. So. Gut. Werden wir damit auskommen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wollen wir nicht. Da. Milch. Käse. Ein Comté-Käse. Haben wir da noch? Noch mehr Käse. Ups. Eier. Bio-Eier. Nochmal Eier. Voll. Eine Packung Eier noch. So, und dann haben wir noch den Basmati-Reis da. Es wird, es wird, es wird. So, und nochmal Basmati-Reis. Upp, upp, upp. Dann können sie sich nicht mehr beschweren. Glaubt ihr, dass wir irgendein Produkt noch brauchen? Sieht eigentlich ziemlich gut aus, aber ich bin mir unsicher. Ich bestelle lieber gleich noch mehr. Wir nehmen einmal Toastbrot. Einmal Wasser. Toastbrot, Wasser, Schwarztee. Dann. Ah, Hilfe, ich häng fest. An der Ladentür. Einmal Brot. Einmal Tee. Einmal, was habe ich gesagt? Wasser, gell? Einmal Wasser. Und nehmen wir sicher jetzt aber noch einmal Käse. Den kann man nämlich dann noch reinbekommen. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir gut aufgestockt. Ist Schokipik denn von Nestle? Nein, ich zeig dir gleich, wie die Firma heißt. Sehr zur Freude von Evo. Heißt die Marke Raccoon. Bitte. Aber ja, die Verpackungen sehen ein bisschen so aus, das muss man schon gestehen.
Hä? Ich habe mich doch nicht beschwert. Ich habe nur gesagt, dass sie die Nestle-Packungen etwas ähnlich sehen. Wenn ich ehrlich bin. Mehr nicht. Diese Beschwerden von der Seite. Bin da. Wer noch? Und das letzte ist noch das Toastbrot. Von Rons. Ich glaube, so können wir den Tag angehen, oder? In guter Dinge. Oder? Und da irgendwie noch vorbei kann. Okay, jetzt werden wir gleich wieder loslegen. Schauen wir mal. Ich habe rausgefunden, wie der Meteoritenhagel in Helldivers aussieht. Ach, und wie der sich anfühlt. Ich bin ungefähr 5 Mal gestorben. Bist du eine Katze mit so vielen Leben? Besser ist. Oh, spielt das Spiel in Sims oder wieso heißt der Zucker Susu? Susu! Musste eher an Susu. Susu denken. Wenn ihr sie kennt, dann kennt ihr sie. Susu halt. Aber ja, es hört sich ein bisschen nach Simmisch an. Wo ich übrigens erzählt habe, dass ich vorhin, also dass ich ganz am Anfang ein paar Mal Sims gestreamt habe. Tatsächlich war das sehr, sehr lustig mit Sims 4, weil da habe ich sogar auf Twitch, haben sie mir den Ton rausgeschnitten, wenn meine Sims das Radio aufgedreht haben. Und da diese Lieder auf Simmisch kamen, das wurde als Musik erkannt, die geschützt ist. Und haben mir dann den Ton abgedreht. Deswegen habe ich die Sims-Videos gar nicht auf YouTube hochgeladen mehr, damals. Da habe ich mich wirklich gefragt, okay, dann spiele ich nicht mehr Sims 4. Und die Sims können es ja nicht sein lassen, sie drehen immer und immer wieder das Radio auf. Was soll man machen? Open. OMG. Was? Open. The Store. Okay, sieht aber ganz gut aus. Ich muss auch sagen, der Reis sieht sehr aus wie eine Verpackung, die irgendwie wirklich existieren könnte. Das sieht definitiv nach Clever-Produkten aus, mit diesem Banner in der Mitte. Obwohl ich glaube, dass die Spaghetti nicht in so einer Pappschachtel drin sind. Ja. Immer nur Vollkornspaghetti gekauft. Elio. Mehr Salz. Kommt da jemand? Ah, guten Tag. Oh, da sind schon mehrere. Guten Tag. Wieder guckt. Okay, der kommt sicher vom Training. Lass man eine Flasche Wasser kaufen für, ups, 25 Dollar. 2,50, Dankeschön. Okay, jetzt geht's wieder los. Alles oder nichts. Sie kaufen ein wie die Wilden. Und ich hoffe, dass ich nach dem Tag tatsächlich genug Geld angesammelt habe, dass ich mir mein zweites Kassapult kaufe. Dankeschön. Deswegen werden wir jetzt kassieren, was das Zeug hergibt, damit wir immer nachfüllen können rechtzeitig. Aber derweil ist es, glaube ich, noch nicht notwendig. Ich hätte mir Spaghetti kaufen sollen. Die sind jetzt schon wieder leer gefühlt. Susu. Wie sieht man die Flaschen da durch? Sehr. Da, guten Tag. Geld. Passt so. Mit Karte. 23, 75. Dankeschön. Oh Gott, was kaufen die alles da? Kein Angebot. 44. Ich muss sagen, 44 Dollar für so einen Einkauf ist schon ganz schön happig. Das sind halt Preise bei mir. Einfach kein Radio im Haus haben. Ja, das ist auch irgendwie keine Option. Das ist nicht das Gleiche ohne Radio. Man will doch, dass die Sims tanzen und Freude haben. Meistens haben sie Freude, indem sie Videospiele spielen. Ja. 18,50.
Guten Tag. Schickes Tattoo wieder. Gut, dann schauen wir mal. Können wir schon nebenbei irgendwas nachfüllen? Okay. Nicht wirklich viel. Irgendwas, was mehr gekauft wurde? Kaffee? Die Idee? Rupp. Nein, da. Rups. Was haben wir noch da? Eier? Tada. Dankeschön. Da, 75. Gleich wieder alles leer. 47, 50. Danke. Und 25, 75. Hey. 30. Sehr schön. Wasser. Okay. Ah, Hilfe. Cookie Picks. Komm sofort. Ein bisschen zum Nachschlichten komme ich nebenbei. So, 8,75. Wenn sie immer so in Wellen kommen. 2,50. Oh. 54,50. So, was haben wir da noch? Milch? Oh, Milch ist gut. So. Dankeschön. 23,75. 28. Käse. Sehr gut, der ist leer. Ha! Pünktlich wieder zurück. Dass sie irgendwann mal rufen. Kassa, bitte! 19,25. So, ich muss gleich Licht aufdrehen. 26,50. Warten Sie kurz. Ich drehe noch schnell das Licht auf. Da, 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 da. 50. Einmal Erdnussbutter für Sie. Gar kein Toast dazu? Okay. Einmal nur Milch. 2. Dankeschön. So, was habe ich noch da? Was ist denn das? Das ist ein leerer Karton. Wo habe ich den da abgestellt? Wasser, Milch, Schokipick, das Öl. Ja. Läuft ganz gut, würde ich sagen. Es ist nichts ausgegangen bis jetzt. Komm sofort. Verwirrt. Oh doch, da ist was ausgegangen. Das gute Mehl. Das tut mir jetzt leid. Das ist sehr beliebt, das Mehl. Das andere, das rote. Ich hoffe, dass wir jetzt keine haben. Dann tut es mir leid. Theoretisch kann ich noch schnell bestellen. Vielleicht 2. Teuer. Bestellt. Danke. 2,50. So, holen wir das schnell. Ich komme gleich. Hier ist auch gleich leer. Eine Schlange entstanden. 1, 2, 3, 50. Danke. Da, 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 da. 50. 1. Komm gleich.
War gut, dass ich das gleich nachgekauft habe. Irgendjemand hat das noch genommen. Ganz schön breit das Band. 30, 75. Haben wir noch Toastbrot. Leer. Voll beziehungsweise leer. So, zack. Ich glaube, das ist der letzte Runde des Tages. Schauen wir mal. 26,50. Kommt noch wer? Soll ich nicht nachfüllen? Oh, da war noch eine Milch in der Ecke. Noch mehr Milch. Milch habe ich so viel gekauft. Wasser. Alles voll, alles voll, alles voll. Okay, pick. Fertig. Hier haben wir 964. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Gar kein Tee. Das heißt, ich kann vielleicht morgen tatsächlich mein zweites Kassaband kaufen, dass ich dann. Bisschen was muss ich nachbestellen, das ist schon klar. Aber hilft ja alles nichts. Sehr gut, 245 Profit gemacht. Nice. Sind alle so schlank? Ja, weil sie noch nichts gegessen haben. Das kommt jetzt erst, nachdem sie eingekauft haben. Das kommt jetzt erst. So, das Olivenöl ist gestiegen im Preis auf 6,82. Machen wir 6,50. Hoppala. 6,50. Passt. Gut. Wie machen wir das denn? Am besten. Den kann ich auch verschieben. Das ist nicht so das Problem. Ich habe es eigentlich immer ganz gern gehabt, dass ich da noch durchgehen kann. Aber wir werden auf jeden Fall noch einiges kaufen müssen. Gut. Meine theoretisch, wir könnten. Wartet mal. Ist raus. Wir könnten das so drehen. Ah. Dann können sich die Kunden nicht ordentlich anstellen, oder? Schwer. Sehr, sehr klein. Möchte nur auch zusätzlich auch kassieren können. Das heißt, was brauchen wir auf jeden Fall? Pasta, türkises Mehl. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht, alles. So, wir legen den einfach mal rein. Pasta nehme ich gleich zwei. Türkises Mehl, ich nehme auch gleich zwei. Die sind nicht so teuer. Kaffee werden wir zweimal brauchen. Das Öl werden wir zweimal brauchen. So. Eins, zwei. Kaffee. Eins, zwei. So viel haben wir. Neun. Erdnussbutter. Das grüne Öl. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 600. Einmal das grüne Öl. Kaufen wir das mal. Was erledigt ist, ist erledigt. Schauen wir mal, wie wir das anordnen. Wasser 2. So. Okay, schauen wir mal. Und da noch vorbei, da kommen wir nicht mehr vorbei. Kommen wir da noch vorbei, da kommen wir gerade so vorbei. Okay, wartet mal. Wir drehen den Computer, wenn das hilft irgendwie.
Eigentlich nicht, oder? Das ist quadratisch aufgebaut. Dann könnten wir vorbeigehen. So, schauen wir mal, dass das ordentlich steht. So. So. Komme ich da noch durch, ja. Da kann ich mich durchquetschen. Puh. Mit den Regalen wird es jetzt ein bisschen eng, aber wir werden das die einfach rüberschieben. Geht nicht. Jetzt wird mir das zum Verhängnis, dass ich es so weit nach da geschoben habe. No. Wir richten das schon alles. Alles wird gut. Zack. Alles wird gut. Oder so. So. Dann können wir das mehr dort rüberstellen. Ich hoffe, sie kommen sich da nicht zu sehr in Bedrängnis. Die Kühltheken kommen darüber und dann sieht das eigentlich ganz fein aus, oder? Bisschen eng. Bisschen eng. Ihn doch wieder drehe. Kommt auf jeden Fall rein. So. Ticken. So. So. Komme ich durch? Schwer. Millimeterarbeit da. So. Hallöchen Zero, willkommen, willkommen. Danke für deinen Raid und willkommen, liebe Raiders. Hallöchen. Zack. Wie geht's, wie steht's? Danke, danke, danke. Upsi. Schreib mich. Ist doch noch nicht abgeschickt. Willkommen. Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl. Ui, wie war's? Was für tolle Pokémon habt ihr gefangen? So. Die Seelen entweichen dem Keller und suchen sich hier auf dem Kanal Zuflucht vor dem Rentner. Ist das eure Raid-Nachricht? Ist aber lustig. Aber du bist doch noch gar nicht so alt. Was soll ich denn da sagen? Willkommen, meine Lieben. Willkommen, Zero. Willkommen, Sora. Willkommen, Aquila. Hallöchen, Hallöchen. Und Monarchmeer. Hallöchen, Hallöchen. Was habt ihr geschrieben? Hey, hey, wie immer. Hallo an die Nachtschicht. Die Nachtschicht, ja. Ich muss gleich eben einen Shop aufmachen. Wie geht's dir? Hoffe auch alles gut. Alles prima bei mir. Alles super. Ich hoffe bei dir auch. Ich hoffe, Pokémon lief gut. Wir sind fleißig am Shop planen gerade. Raid Nummer 2, tatsächlich. Zero ist sehr alt. Ah, da bin ich skeptisch. Ja, ist die Nach na, was ist die Nachricht? Sage das meinen Leuten, die nennen mich Rentner. Warum? Warum nennen die dich Rentner? Danke für den Shoutout. Kein Problem, gerne. Und Wassermarsch. Ich habe gerade einen Kakao getrunken. Ich trinke noch ein Wasser. Prost. Ja, Pokémon lief gut, aber habe leider in IRL eine schlechte Nachricht bekommen. Ma, das tut mir leid. Ich hoffe, es wird alles gut. Ja. Weil ich wohl so lost bin. Ja, was sollen sie bei mir sagen? Meistens nennen sie mich einfach nur Kira. Das passt schon. Weil er unser Rentner ist und eine Hexe auch noch. Okay, interessant. Ja, wird alles gut, perfekt. Das höre ich gern. So. Hoppala. Muss ich nur kurz da wieder rüber. Hoppala. Oster. So, glaubt ihr, wir können schon heute jemanden einstellen? Oder ist das zu teuer? Wir müssen nämlich auch noch Produkte kaufen. Aber wenn ich jemanden einstelle, kann ich während des Tages laufend kaufen.
So, wir füllen mal die Waren nebenbei auf. Ja, willkommen auf jeden Fall an alle, die mitgekommen sind. Ich spiele heute, wie man sieht, Supermarket Simulator. Und wir bauen unseren Kira-Markt weiter auf. Ich bin gerade so ein bisschen am Expandieren, weil ich leicht überfordert bin langsam schon mit den ganzen Kunden, die da bei mir reinstürmen. Ich komme irgendwie nicht nach. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Aber es wird Zeit, dass ich dann doch jemanden einstelle, dann zum Kassieren auch. Es hilft nichts. Es geht nichts. Ich habe allerdings gehört, dass die Leute, die man einstellt, sehr, sehr langsam sein sollen. Könnte problematisch werden. So, ich fülle jetzt gerade schnell noch die Regale auf für den Tag. Und dann werden wir dann starten. Was ist deren Lieblings-Emote? Die Chichi? Oh weh. Oh, bist du lost? Oh weh. Okay, will nicht lange stören, muss mich auf ein paar Sachen vorbereiten. Gute Nacht. Nö, du störst überhaupt nichts. Alles gut. Danke dir auf jeden Fall, wie gesagt, für den Raid und willkommen, meine Lieben. Macht es euch gemütlich. Wir werden jetzt noch ein bisschen am Shop werkeln. Bitte auch gerne bei Zero vorbeischauen. Da gibt es immer wieder lustige Spiele. So. Pasta. Pasta. Ist leer? Immer sieht man nicht, ob die Kartons leer sind, aber wenn steht, ist es voll, dann ist es voll. Was voll ist, ist voll. Da kann man nichts machen. Was habe ich denn da noch Schönes? Noch einmal Mehl. Sehr gut. Okay. Zack. Zweihundertfünfzehn. Kann man einen Kassierer im laufenden Betrieb einstellen? Eine gute Frage, oder? Ich hoffe, es stolpert niemand über die Pakete da. Ja, auf jeden Fall gute Nacht, würde ich noch sagen. So. Ich glaube, ich werde tatsächlich einmal Spaghetti, einmal Reis, einmal Käse, einmal Salz. Wie viel kostet so jemanden einzustellen? Hundert Einstellung und 80 Tageslohn. Aber dafür kann ich viel schneller nachdingseln. Ich werde das jetzt machen. So. Wir bezahlen die Rechnungen. Und vom Rest kaufen wir dann noch restliche Ware. Oh, cool. Hallöchen. Ach. Sollen wir ihnen einen Namen geben? Bitte überlegt euch einen Namen für ihn, wie wir ihn nennen. Was habe ich gesagt? Käse einmal, Eier einmal, Käse, Eier, Reis, Nudeln. Wie viel haben wir? 44. Oh Gott, das wird knapp. Reis. Okay, wir können wahrscheinlich nur eins nehmen. Dann nehme ich. Was haben wir noch mehr? Nimmt sich beides nicht viel, oder? Ja, wir nehmen trotzdem die Nudeln. Den Reis nehme ich raus. Zack. Dafür nehme ich einmal die Nudeln. Zack, 95. 75 habe ich jetzt. Passt. Kaufen wir das. Dann können wir alles gut machen. Nämlich sobald ich Geld eingenommen habe, kann ich ganz schnell nachfüllen. Das ist mein Gedanke. Oh, hoppla. Oxu. Dann sieht man nämlich schneller, was drin ist. Mit dem Sticker drauf, meiner Meinung nach. So, und ich glaube, als nächstes müssen wir dann unseren Shop vergrößern. Zack, Käse leer. Käse leer. Wie sieht's aus? Eigentlich gut, oder?
Hat er nur irgendwelche Pixelfehler im Rücken, also so Fehler im Rücken mit der Weste. Und dem Hemd, der sieht wirklich nicht sehr motiviert aus. Wie kann ich meinen Mitarbeiter motivieren? Gehaltserhöhung? Noch nicht. Was? Kündigen. Dann ist er besser drauf, oder was? So, ein Kakao. Und wir legen los. Du bist bereit, ich bin bereit. Wir sind zu zweit bereit. Auf geht's. Ich hoffe, sie stellen sich bei mir an. Ich kann sicher schneller kassieren. Da habt ihr euch schon einen Namen überlegt für ihn. Weiß nicht, wie könnte man ihn nennen? Theodor. Schauen wir mal, zu wem sie kommt. Es ist immer interessant zu beobachten. Wir haben so eine lange Kassatheke mit insgesamt vier Kassen. Plätzen, die belegt sind oder auch nicht belegt sind. Es ist immer interessant, dass manche Kunden extra zu einem meiner Kollegen oder Kolleginnen gehen. Ungewohnt hier auf der Seite Wechselgeld 10. Okay, die geht zu Theobald. Ich meine ja, so langsam ist er nun auch nicht. Das Drüberziehen halt. Da bin ich schneller. Aber beim Kassieren war jetzt eigentlich ganz flott, muss ich sagen. Okay, halt. Muss ja nicht übertreiben. Dankeschön. Achso. So. Jetzt können wir neuen Reis bestellen. Reis, Nudeln, Salz. Reis, Nudeln, einmal Salz. Salz. Stellt. Kaufen sollte ich vielleicht auch noch drücken. Ich habe dich bei der falschen Kasse eingestellt. Geh doch zu meinem Kollegen. Okay, das ist jetzt problematisch. Ich dachte, die gehen automatisch zur besetzten Kasse. 97, 50. Muss doch ich kassieren. Oh, ach, er macht was. 80, 50. Wollte gerade gehen. 5. Aber vielleicht nimmt es mir trotzdem ein bisschen die Arbeit ab. Ja, die sind auf rüber gegangen. Ich will die Spaghetti nach. Ja, die sind leer. Und? Wie läuft's? Ist gut eigentlich. Da, 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 da. Dankeschön. 29. Bisschen Arbeit nimmt es mir ab. Ob sich das rechtfertigt, das Wasser kostet, weiß ich nicht, aber okay. Damit muss man leben. Ja, passt da. Sie sehen doch, da drüben ist auch noch was zum Zahlen. Wollen unbedingt bei mir zahlen. Schön. 50. So. Kaffee. Ja. Da. 5. Milch. Ah, Milch geht gut.
Kürbis reingegeben. Da war noch eine. So voll. Da ist noch was drin. Zack. Öl. Okay, Karton ist leer. Komm gleich. Ja, es läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So. Tee. Ist voll. Keiner will mehr Tee kaufen. Wasser haben wir noch. Das ist auch voll. Okay. Öl. Ah, das kann man nachfüllen. Gut. Ja. Okay, das war ein größerer Einkauf jetzt. Dankeschön. 7,50. So. 1, 2, 3, 75. Ich gehe die mit den größeren Einkäufern drüben zu meinem Kumpanen rüber. Milch, Tee, Wasser, Salz. Wer? Schachtel. Oh, Licht. Schön. Was haben wir da? Mehl. Würde sagen, ziemlich gut eigentlich. Sind wir dran. Milch. Milch. Da ist nur eine weg, okay. Ja, ich komme gleich. Dip. Milch haben wir heute ein bisschen weniger. Kühlt. Ja. Leer. Sind auch noch echt voll gefüllt. Tee brauchen wir nicht. Wasser noch nicht wirklich. Eier können wir schauen. Käse werden wir dann brauchen. Leer. Komm gleich. Okay, jetzt kommen noch viele zum Schluss. Schwupps. So, Einkauf. Sehr gut. Ja, bei so großen Einkäufen braucht er natürlich. Sie können auch gerne bei mir zahlen. Okay. Perfekt. So. Eins zurück. Und 40. Da haben wir doch noch eine ganze Menge eingenommen. 720. Er hat noch einen Kunden jetzt da. Kommen wir noch einmal zum Nachfüllen. Viel. Können wir uns nämlich über die nächste Erweiterung eventuell Gedanken machen. Der steht da noch. Danke dir, Sora, fürs Follow. Willkommen, willkommen. Ganz lieb, danke. So, zack, die letzte Milch noch rein. Mit dem Lager wird dann nachher auch spannend. Ich bin froh, dass ich eine zweite Kasse gebaut habe. Sicherheitshalber. So, wir haben aber gut abgebaut, würde ich sagen. Aber nichts ist ausgegangen. Ich würde sagen, ziemlich optimal. Das gefällt mir. Gut, Tag beenden. So, natürlich Profit ein bisschen weniger, aber ich muss sagen, dafür, dass wir die 500 Euro und die Einstellungskosten und sowas bezahlt haben, ist es nicht so schlecht mit dem Profit. Gut. Basmati-Reis, Nudeln, Schwarztee. Okay.
Hatten sich jetzt schon wieder geändert. 6,40, okay. Dann machen wir 6,25. Die Spaghetti sind 7,28. Dann machen wir 7. Das sind aber sehr exquisite Spaghetti, muss ich sagen. Die müssen direkt aus Italien sein. Und der Reis ist auch 8 jetzt. Wow, voll in die Höhe gegangen. Okay, auch gut. Doch, was kaufen wir denn? Einmal Spaghetti, einmal Reis, einmal Zucker. Wir füllen mal auf. Einmal Zucker, einmal Spaghetti, einmal Reis. Einmal Käse, einmal Erdnussbutter. Einmal Käse, einmal Erdnussbutter. Jetzt ist noch okay, das Furina-Mehl und das grüne Öl. Furina-Mehl, grünes Öl. Dann sind wir auf 7 Produkte. Kaffee nehmen wir gleich 2 Packungen. 9. Und einmal das goldene Öl, gelbe Öl. So, dann sind wir mal auf 10 Produkte kaufen. Zack. Upp, 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 upp. Okay, eins bleibt übrig. Grrr. Sieht es wirklich nicht mehr aus? Nee. Okay. Klappen wir zu. Legen wir weg. Sag mal. Und die Pakete. Keine Ahnung, wer die da anliefert. Furchtbar ist das. Was schlagt denn ihr vor fürs das nächste Upgrade? Fast gesagt, erstmal den Shop vergrößern, damit wir ein bisschen mehr Fläche haben, bevor wir dann uns Gedanken darüber machen, die nächste Lizenz zu kaufen. Die Nudeln habe ich mehr genommen, oder? Eh, nur eine Packung, glaube ich. Hallöchen, Coachata, willkommen. Danke fürs Follow. Hier gibt es Sachen zu kaufen, ganz viele. Eine Packung oder zwei Käse genommen? Wenn, dann kann ich noch eine nehmen. Smarty-Reis. Blub, 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 blub. Blub. Na komm, blub, 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 blub. Hui. Noch mehr Kaffee. Der ist fast voll. Schauen wir doch mal, was die nächsten Upgrades alle kosten. So in etwa im Überblick habe. Zack. Also Käse sollte ich auf jeden Fall noch einmal nehmen. Das türkise Mehl und das rote Mehl sicherheitshalber auch. So. Einmal Käse. Mehl. Mehl. Wie schaut's aus? Brust kann man nehmen. Ein Tupf. So, wir haben noch 298. Die Regale sind 200, wenn wir da noch eins brauchen. So, schauen wir mal. Erstmal die Rechnungen bezahlen. So, die nächste Lizenz kostet 550. Orangensaft, Cola, Zapp-Soda, Apfelsaft, das sind ganz viele Getränke, Milch, Sechserpack und Turko-Soda. Okay. Das ist die Getränkelizenz. Der nächste Abschnitt ist 750 Dollar.
Ja. Ich denke, das werden wir wohl oder übel dann brauchen, wenn es soweit ist. Hilft ja alles nichts. Ich glaube, wir brauchen noch neue Scheinwerfer. Wie viel kosten die? 40? Finster da hinten gefühlt. Kommen die auch in Kartons? Ja. Die Scheinwerfer. Dass wir den in etwa da so setzen. Sie so finster ist. Da, 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 da. Da, 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 da. Kiste abstellen. Wops. Na. Noch ein Mehl? Okay. Wie bestellt? Versehentlich? Passiert. Nicht so schlimm. Wird oder später eh gekauft. Toastbrot. Voll. Zuklappen. Abstellen. Glücklich sein. Bisschen Angst habe ich jetzt vor dem nächsten Tag. Ich weiß auch nicht warum. Herausforderung. Okay. Käse leer. Käse leer. Was ist da drin? Andere Mehl. Zack, zack. Das ist aber sehr beliebt, deswegen kaufe ich das lieber. Nochmal. Sicher, sicher. Und ein Karton liegt noch draußen auf der Straße. Das ist mein Scheinwerfer. Yay! So, dass wir den in etwa gleichsetzen. So, würde ich sagen, oder? Okay. Gehen wir es an? Seid ihr bereit? Wie nennen wir ihn jetzt? Ist er kleiner als ich? Sieht so aus, als würde ich auf ihn runterschauen. Bin ich ein 2-Meter-Mensch? Oder er ist einfach nur klein? Sieht so aus, weil wenn ich gerade schaue. So. Ist so. Okay-Pick hätte ich noch kaufen können. Ah. Machen wir dann im Laufe des Betriebs. Ich gebe sie schon mal rein. Nehmen wir gleich zwei. Nehmen wir eine Packung Schokipick. Oder gleich zwei. Wenn sie die kaufen, dann brauche ich sicher noch eine zweite. Gut. Öffnen wir den Store. Auf geht's. Der nächste Tag bricht an. Hilfe! Der Shop dann ein bisschen größer ist. Kann man da noch ein bisschen schauen. Guten Tag. Darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Was möchten Sie denn gerne haben? Schokipick. Ah, ich verstehe. Und eine Packung Käse. Wir möchten ein gutes Frühstück genießen mit unserem frischen Schwarztee. Und etwas Wasser. Ja, und dann nehme ich noch ein Öl und noch ein Öl und ein Mehl. Genau, gehen Sie mal zu meinem Kollegen. Viel Spaß. Lassen Sie es sich schmecken. Guten Tag, der Herr. Ich bin echt groß. Einmal Milch, zweimal Milch. Ganz genau beobachten. Wenn es noch ruhig ist, sollte man das ausnutzen, würde ich sagen. Kling, jemand ist bei mir. So, bin schon bereit. Wie gekauft. 17,25. Dankeschön. Zucker, danke. 1, 2, 3. Frag mich, was passiert? Eigentlich zu wenig Rückgeld gibt, werden die Kunden dann sauer? Habe ich noch nie probiert. Die Zeit mit Karte. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, jetzt muss ich die Schoki-Picks bestellen. Nehmen wir noch irgendwas dazu? Milch vielleicht einmal?
Und Salz. So, einmal Milch, einmal Salz. Kaufen. Komme sofort. Was? Dann hole ich schnell die Sachen rein. Rupp. Salz. Gut nachgefüllt. Schwupps. Milch. Zack. Oh, dann die Schokobix. Da, 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 da. Eine Packung. Steht jemand bei mir? Mann. Oh, der hat sich gleich bedient da. Frische Ware. So. Gut. Läuft ganz gut. Käse, haben wir da noch was übrig? Der kriegt jetzt 7,50 zurück. Oh. Jetzt nur 6,50 zurückgegeben. Oh, man kann die auch verschieben. Fuß. Irgendwas, was nachgefüllt gehört? Das grüne Öl, habe ich das? Irgendwo noch? Ja, da. Kommen wir gleich. Ja, fertig. Komm schon. Gleich zwei Leute bei mir. Drei Leute bei mir angestellt. Weiß noch nicht, nach welchem System die sich anstellen. Kein ziemlich intelligentes, aber okay. Aufpassen, dass man das Geld richtig gibt. Wenn man es falsch geben kann. 41, 75. 75. Beim Terminal weiß ich, wenn es nicht übereinstimmt, dann meckert er. Oder es. 50. Da, 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 da. Kuru, kuru. Oder was, Helschi? 26, 75. Alle zu mir. Ich glaube, mein Kumpane kassiert da auch brav. Was ich so höre im Hintergrund. Eins zurück. Gut. Schauen wir mal, was wir nachfüllen können. Erdnussbutter. Viel, aber die ist leer. Gut. Das leer steht nicht mehr blöd herum. Okay, Toastbrot ist auch leer. Ich sag ja, das ist beliebt. Das rote Mehl, Wahnsinn. Das kaufen sie wie die Wahnsinnigen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, alles. Voll. Wenn da steht, es ist noch voll, dann habe ich auf jeden Fall noch was da drin. So. Zack. Ui, Rieseneinkauf. Einundfünfzig, 25. So, Licht aufdrehen. Wops. Komm schon. Was? Pasta haben wir noch, aber das grüne Mehl, also das grüne, das blaue Mehl haben wir noch. Da, 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 da. Geht das leer? Jemand bei mir? Nein. Milch, Schoki, Wasser. Da, da, da. Komm gleich. Das Gefühl, die Tagesvorbereitung dauert inzwischen länger als der eigentliche Tag. Nur ein einfacher Spin, also nur ein Kuru. Ohne Kuru Kuru. Fünfzehn. So,
Öl. Oh ja, das kann man nachschlichten. Immer mal weg da. Ah, da will jemand zahlen. Dankeschön. 44, 75. Danke. Okay. 1, 2, 3. Der will auch bei mir zahlen, ist in Ordnung. Bin ja nicht so. Ich weiß, ich bin schneller als mein Kollege. Ist das nett, wenn ich neben ihm stehe? Ist, oder? 4, 25. So. Mehl. Mal sehen, was die an Mehl kaufen. Noch jemand? Einen guten Abend Ölkauf. Sie wissen aber schon, dass das kein Massageöl ist. Salz ist leer. Sehr gut. Waren wahrscheinlich die letzten Kunden jetzt da. Kaffee. Ist voll. Milch. Milch. Ist auch leer. Sehr gut. Und was habe ich noch? Cookie Picks. Sechs Packungen. Okay. Na schaut. Muss sagen, es ist nichts leer geworden, aber 1000. Ja. Nicht schlecht, würde ich sagen. Well done. 10 points. Okay, wenn ich gerade schon die Sounds aufgedreht habe, dann so. Gut, dann beenden wir den Tag. Wir haben noch immer keinen Namen. Ist auch Profit 300 plus, das gefällt mir. Und 222 Supermarktpunkte, 36 zufriedene Kunden. Perfekt, würde ich sagen. So muss das sein. Wasserflaschen sind gestiegen. Ab zu den Wasserflaschen. Ups. So, die kosten jetzt 3,33 €. Dann verkaufen wir sie für 3 Dollar. So. Unser lieber Freund ist auch schon wieder da. Theobald. Nein, keine Ahnung. So. Was machen wir heute? Produkte, Möbel. Das war das Upgrade 750. 750. Das geht heute noch nicht. Vielleicht dann morgen. Wir müssen auch bedenken, wir werden ein neues Regal dann anschließend brauchen. Ich würde sagen, wir füllen jetzt die Produkte locker flockig auf und dann starten wir den Tag. Und je nachdem, wie es läuft, ich denke, es wird ganz gut laufen, legen wir los. Okay. Zweimal Zucker, zweimal Pasta, einmal türkises Mehl. Problem ist, dass man immer nur maximal 10 bestellen kann. Deswegen, ich würde einfach sonst drücken. So, zweimal Zucker, zweimal Pasta. Einmal das türkise Mehl. Sind 5. Einmal Tee, einmal gelbes Öl. Einmal Tee, das gelbe Öl. Einmal das grüne Öl, einmal das rote Mehl. Grünes Öl, rotes Mehl. Eins können wir noch kaufen. Nehmen wir. Erdnussbutter geht nicht so gut gefühlt. Nehmen einmal Salz noch. Kaufen wir das mal. Räumen wir das weg und dann schauen wir weiter. Das Wegräumen dauert immer am längsten. Wenn ich weiß, dass mein Kumpane schnell kassieren würde, würde ich ja das alles während des laufenden Betriebs machen, aber so. Die brauchen mich ja regelmäßig.
Zack. Ah, Zucker. Wops. Aber da. Rotes Mehl. Aus dem roten Meer. Okay, der war schlecht. Vergesst das bitte. Wenn Theobald auch mithelfen würde beim Nachschlichten, wären wir doppelt so schnell fertig. Oder zumindest ein Viertel schneller. Furchtbar. Ich sag's euch. Mitarbeiter tun auch nur noch das, was in ihrem, wofür sie angestellt sind. Nicht, dass sie mir ein bisschen mithelfen. Sieht mich die ganze Zeit die Kisten schleppen, der bleibt da seelenruhig stehen. Unglaublich, oder? Unfassbar. Sag, was ist das? Ah, grünes Öl. Lop. Die Kisten immer, die ich da einfach stehen lasse. Er hat gesagt, er lässt die Kisten immer vorm Haus stehen. Mit der Ware. Ich so, hä? Mit reinholen. Nicht immer rauslaufen. So, was ist das? Tee. Tee. Tea time. Sehr gut. Aufgefüllt. Jean. Die Regale sehen gut aus. Wir werden einmal Spaghetti, einmal Basmati, einmal Käse, einmal Eier, einmal Milch. So. Einmal Basmati, einmal Nudeln, einmal Eier, einmal Käse, einmal Milch. Ist das korrekt, was ich gesagt habe? Wasser sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wie viel kostet das jetzt, der Spaß? 138. Theoretisch kann ich noch mehr Reis und mehr Nudeln kaufen. So. Jetzt haben wir noch immer 535 übrig. Das heißt, morgen kann ich mir sicher das Upgrade kaufen und vielleicht das Regal. Und dann am übernächsten Tag hole ich mir die Lizenz für die neuen Produkte. Die Frage ist, für die Getränke werde ich wahrscheinlich einen Kühlschrank brauchen. Ob ich nicht gleich schauen soll, ob ich noch einen Doppelkühlschrank dann kaufe, vielleicht? Hm. Wir werden sehen. Muss mal alles planen. So, Käse. Das ist voll. Käse rein. Sehr gut aufgefüllt. Käse, check. Smarty-Reis. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr gekauft, aber ich weiß nicht, ob die Getränke alle gekühlt werden müssen. Das steht bei der Lizenz noch nicht dabei, erst bei der Bestellung steht das dabei. Das ist das, was mich ein bisschen rifflig macht. Dass ich nicht weiß, was für einen Aufenthaltsort ich machen muss. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Reis, würde ich sagen. Zack, und Eier. Gehen unten noch welche rein? Perfekt, so. Gut, meine Lieben, was sagt ihr? Kommen wir so klar? Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sieht eigentlich alles ganz okay aus. Die Erdnussbutter geht komischerweise nicht so gut gefühlt. Schauen wir nochmal den Preis an. Marktpreis ist 5,40. Wir haben 5 Euro oder Dollar halt. Egal. So, open. Kommen Sie herein, schauen Sie sich um. Ich muss ja sagen, so ist das eigentlich. Ich meine, es ist natürlich nicht die beste Grafik, aber es ist eigentlich relativ ästhetisch gestaltet mit relativ viel Liebe. Schau mit dem Fahrrad und da halt das Regengitter. Das Lager da, in das wir noch nicht kommen. Pflanzen, die Straße mit den Autos. Kein Kunde da?
Ah, schaut, da kommen die ersten Kunden um die Ecke gebucht. Wie weit kann ich eigentlich laufen? Ah, nie gedacht, dass man so weit laufen kann. Warum? Okay, interessant. Kommen Sie herein, schauen Sie sich um. Nehmen Sie sich etwas für zu Hause mit. Sehr gut, will zu mir. So. 87, 75. Schokipix. Keine Schokipix mehr übrig. Warum haben die so viele genommen? Schauen wir mal, noch sieht's gut aus, noch muss ich nichts bestellen. Aber theoretisch einmal Schokipick werde ich schon mal in den Warenkorb legen. Tada. Je schneller man nämlich die Leute wegkassiert, desto schneller kommen wieder neue nach. Hallo? Zucker, so viel. Heute. Bis du gleich? Dankeschön. 25. Na, noch jemand? Geh doch zu meinem Kollegen. So, 15,50. Da, 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 da. Nichts. Ups. Na komm, gib rein. Kiste ist leer. Ach, ich hänge schon wieder an der Ladentür fest. Hallo. Startup. Und 25 Retour. Dankeschön. Was da? Wie schaut's aus? Ich. Komm gleich. Zucker geht weg. Gefühlt heute. 2, 3, 4. 75. Noch Zucker, ja, da. Ah. Das geht sich auf jeden Fall aus. Aber wir werden dann Zucker nachbestellen. Einmal Zucker gleich auf die Liste. Wie schaut's aus? Oh, Toastbrot. Das goldene Öl. Erdnussbutter werden wir trotzdem sicherheitshalber nehmen. Dann bestelle ich. Ach, dann kassiere ich erstmal. Und fülle ich nach. 11,50, danke. Danke. Interessant, dass es manche gleich so bar passend auf der Hand haben, oder? Bin das nicht? Hoppala. 20. Kuru, kuru. Kuru, 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 kuru. Bitte gehen Sie doch rüber. Ich muss die Ware reinholen. Die liegt da auf der Straße. 34, 50. So, jetzt aber. Hol nur schnell die Ware rein. Einen Karton. Erdnussbutter. Ist leer. Produkte müssen gleich sein. Ach so, ich habe da. Okay. Ich habe dann Tee wieder geholt. So, eins Retour. Und 50 Retour. Macht er da was? Danke. Ab und zu. So. 5,75. Dankeschön. Versehentlich den Tee genommen, deswegen. So. Aber da das Öl. Oh ja, das muss ich. Zack, 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 zack. Perfekt. Ja, komme gleich. Und noch eine frische Toastbrotlieferung. Erstmal kassieren. Blub, 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 blub. Dankeschön. 38,50. Zucker.
Lager. Hoppla. Was ist da? Cookie Pick. So. Ich dann? Oh, ich muss aber meine Box abstellen. Licht an. Was haben wir da noch Schönes? Pasta? Ja, warum? Claire? Alles gut, würde ich sagen, heute. Okay. Claire, ich komme gleich. Hallo, Hallöchen Donner, willkommen. Wie geht's, wie steht's? Da. 2050, Dankeschön. Und 29,75. Wenn Sie kleine Einkäufe machen, ist es drüben nicht so schlecht, weil ich glaube, im Kassieren ist er genauso schnell wie ich. Oder vielleicht bin ich doch ein bisschen schneller. Aber übers Band ziehen, das kann er nicht. 31, 15, zumindest nicht so schnell wie ich. Dankeschön. 1, 2, 50 Retour. Danke. Das Mehl. Toll. Was habe ich denn da noch drin? Noch eins drin. Sieht man das schlecht. Da 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 da. 34, 75. Zucker, Salz. Ups. Voll. Okay, da ist noch was drin. Ich hoffe, man kann Sachen nicht wegwerfen, wenn da noch was drin ist. Kriegt man da eine Warnung? Oh, das geht auf jeden Fall. So, okay. Wups. Der Tee ist heute gut gegangen. Keine Ahnung warum. Alle wollen Tee trinken. Goldenes Öl, ja. Zack, zack. Also das eine wird ein Mais oder ein Rapsöl sein. Steht da irgendwas drauf? Weiß man nicht. Das andere ist Olivenöl. Jockey Pick. Fertig. Das Geld sieht sehr, 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 sehr schön aus. 1337. Was für eine Zahl. Rotes Mehl noch? Oh, ist zu voll. Okay, dazu. Nehmen wir weg. Salz. Ist voll. Milch. Oh, die ist fast leer. Da habe ich nicht drauf geachtet. Der Schrank. Der Kühlschrank. So, und Eier. Sehr gut. Ich glaube, die Kunden müssten alle glücklich gewesen sein. 1337. Was will man mehr? 37 zufriedene Kunden. Ein Profit von $360. Nice. Das gefällt mir. So, das heißt, wir werden heute in die aus den Vollen schöpfen. Kaffee ist gesunken, okay. Kaffee ist gesunken. Kostet jetzt 8,61. Ich meine, mein Preis ist noch human. Lassen wir ihn so. Er ist ganz knapp unter dem Marktpreis. So. Zack. Gut. Das heißt, wir zahlen als erstes mal die Rechnungen. Und ich bin dann tatsächlich dafür, dass wir vergrößern. Und Wassermarsch gibt es noch. Prost, einmal von Tobi. So, Abschnitt 3. Es ist gekauft. Wir können nicht mehr zurück. Und? Okay. Ah, okay, schaut mal.
Interessant. Wie das ist. Ist nicht so viel größer geworden. Kann da auch Regale vorstellen, vors Fenster eigentlich schon, oder? Warte mal. Die Frage ist, macht das irgendwann was aus, wie die Produkte angeordnet sind? Müssen die beisammenstehen, zum Beispiel die Getränke oder nicht? Aber das macht nämlich nicht so viel Unterschied, wenn ich ehrlich bin, wie man sich das vielleicht wünscht. So. Schön hinstellen. Tisch könnte man so machen. Dann da noch eins hinstellen. So. Und dann. Das kann man nicht überlappen. So. Dann haben wir da die Schaufenster, damit das Licht reinkommt. Okay. Ganz gut. Dann kann man sich dann den Doppelkühlschrank kaufen. Wie viel kostet der? Weil ich glaube, die Getränke müssen wahrscheinlich alle in den Kühlschrank, nehme ich an. Und in dem Fall hätte ich am liebsten, dass ich den Kühlschrank habe. Der Doppelte kostet 375. Okay. Theoretisch wahrscheinlich im Laufe des Tages können wir ihn kaufen. So, schauen wir kurz die Waren durch. Wir haben alles nachgefüllt. Aber nicht mehr so viel Übersicht. Aber okay. Gut. Kaffee. Einmal gelbes Öl. Latte. Einmal türkises Mehl, grünes Öl. Türkises Mehl, das grüne Öl und einmal Erdnussbutter nehmen wir noch. Spaghetti und Basmati geht eigentlich. Wasser, Käse. Wasser, Käse. Eigentlich noch ziemlich viel Geld übrig. Mit dem Kühlschrank ist 561. Okay, es geht sich gerade nicht aus. Er kommt weg. Das kaufen wir. Fertig. Können nicht zu viel für Produkte jetzt ausgeben. Notfall kann man sie immer noch nachholen. Wasserflaschen auf jeden Fall. Ups. Okay, Wasser ist voll. Tatratata. Und dann werden wir im Laufe des Tages den Kühlschrank kaufen. Und wahrscheinlich, wenn alles gut geht, vielleicht können wir morgen sogar auch die Lizenz kaufen. Damit wir dann die neuen Produkte haben. So, das ist voll. Theobald ist auf jeden Fall schon sehr gespannt. Er sagt, Shop ist schon schön groß geworden. Oder? Er hat wahrscheinlich gar nicht so demotiviert, wie er da steht. Ich meine, immerhin kassiert er ein bisschen was. Hab das Gefühl, dass den Elefantenteil immer noch ich ausmache, was das betrifft, aber okay.
Käse, Lieferung. Wir brauchen noch eine Packung Käse. Werde ich gleich einbuchen. Vielleicht noch einmal Toast einbuchen gleich. Was ich nämlich gleich schon. Hoppla. Mal dazugebe, das vergesse ich dann nicht. So, was habe ich gesagt? Einmal Käse, einmal Toastbrot. Einmal Käse, einmal Toastbrot. Käse. Wird so kompliziert, dann wahrscheinlich, wenn man so viele verschiedene Waren hat, kann man wahrscheinlich eh nicht mehr kassieren. Da muss ich einen zweiten Kassierer dafür so anstellen. Gut, öffnen wir den Store und erfreuen uns des Lebens. Oder? Mit den Elio-Spaghetti. Da ist vielleicht auch nicht so schlecht, eine Packung gleich noch auf Vorrat. Nudeln. Nudeln. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Mit Ihrem Papiersackerl in der Hand. So lustig, die NPCs. Kommen Sie und kaufen Sie. Ah ja. Okay. Ach, der geht drüben zahlen. Dankeschön. So, die neuen Gäste trudeln ein. Kommen Sie herein. Schauen Sie, wie schön es hier schon aussieht. Muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Jetzt da hinten werden wir eine Lampe brauchen dann. Denke ich. Kling. Komm schon. Passt. Größerer Einkauf, das ist immer gut. Je mehr die Kunden einkaufen, desto mehr Geld mache ich. Oder? Value per Ticket steigt. Mit Pieces per Ticket. Was nachfüllen? Das. Hallo und willkommen. Es wird Zeit, dass wir trotzdem eine Kundenkarte haben. Gibt es für Kunden mit Kundenkarte immer spezielle Aktionen? Werden auch bevorzugt bedient. Oder? Hallöchen Teflonpfannen. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, alles ist gut am Braten. Danke fürs Follow. Ja, da verkaufen wir noch keine Haushaltsgegenstände. Kommt sowas noch? Hab nicht geschaut, was es alles bei den Lizenzen gibt. 36, 50, danke. 10 genau. Okay, hoppala. Verdrückt. Haben wir da Zucker? Rum. Kommen sofort. Bring noch schnell. Wäre cool, wenn wir so eine Mülltonne innen auch hätten, die wir dann immer rausbringen könnten. Wenn ich nicht die ganze Zeit immer rausrennen muss mit den Kartons. Okay. So, 45,50. Was haben wir da noch? Mehl? Ist der Weg da? Na gut, der geht bei meinem Kollegen zahlen. Nussbutter. Voll. Ah, das andere Mehl habe ich noch. Perfekt. Zwei Stück drin. Komm schon. Es ist gut, wenn sich die Kunden fair aufteilen. Aber mehr zu meinem Kollegen gehen, weil ich muss ja auch noch nachschlichten. Salz? Ging sich aus. Die stehen jetzt alle bei ihm drüben. War auch nicht fair. Aber wofür habe ich ihn schon? Wofür bezahle ich ihn ja zum Kassieren? Ich bin ja auch nett zu Theobald, oder?
Wenn es eine Kollegin gewesen wäre, hätte ich sie Lizzie genannt. Ihr wisst. Oh, Nightingale, Lizzie. Da, 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 da. 25 Cent. Aber da. Verdrückt. Sorry. Und zack. Hier gedrückt. Stellen wir mal die Ware nach. Und den Kühlschrank dazu. Zack. Sehr gut. Döp, döp, döp. 46, 75. Ich werde natürlich die Ware nicht reinholen, weil es alle zu mir kommen. Und bezahlen. 5,50, danke. So. Und 14. Oh, die Ware rein. Oh. Mein Kühlschrank oben drauf. Ich habe schon bei Flynn gesehen, der Doppelkühlschrank ist ziemlich cool. Zack. Außerdem spart man Geld im Gegensatz zu zwei Einzelnen tatsächlich. Machen wir die Ware rein. Ich komme sofort. Ich räume noch schnell die Pasta weg. Die ist nämlich fast leer. Noch was drin? Nein. Und das Licht müssen wir einschalten. Theobald könnte eigentlich auch das Licht einschalten. Das ist direkt hinter seiner Kasse. Furchtbar. 1, 2, 3, 4. Ein Tee? Wirklich? So. 1, 2, 3, 75. Ah, ich habe mich verdrückt. Schon wieder raus wollte da. Vom Tresen. Toastbrot. Soll ich da noch bekommen? Käse. Ja, der wäre vielleicht nicht schlecht, der Käse. Komm gleich zum Kassieren. Sie dürfen sich auch gerne bei meinem Kollegen einstellen, der da steht und wartet und dem ich 80 Dollar am Tag dafür bezahle. Will mich ja nicht beschweren, aber wäre cool, wenn man einfach so sagen könnte, okay, die Kasse ist geschlossen. Dass sie dann an die andere gehen. Erdnussbutter. Gleich nachschlichten. Da, 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 da. Kling, ich komme schon. Schokipick. So, Karte. 55, 75. Sehr gut, dafür, dass ich jetzt 13, den Kühlschrank gekauft habe. Trotzdem 816 jetzt. Oh, gut. Eins zurück. Sich zurück. Was habe ich da noch? Das Öl. Okay. Geht auf jeden Fall auch noch. Was ist da leer? Der Kaffee ist leer. Keiner sagt was. Ich kann nicht mehr bestellen. Ich muss morgen bestellen. Ja. Die Dramatik des Kaufens. Kann nichts machen. Prost. Einfach nur trinken und warten, dass sie kommen zum Zahlen. Es tut mir leid, wenn sie Kaffee wollten. Ich habe das nicht mitbekommen, dass der leer ist. Okay, morgen müssen wir schon ein bisschen was an Ware dann nachholen. Ich hoffe, sie war trotzdem zufrieden. Kaffee ist blöd. Na, sie hat Gott sei Dank nichts mehr im Kopf stehen. Sehr gut. Dann closed. So. Wir haben neun, trotz allem haben wir 991 am Abend, was ziemlich cool ist. Ich habe nichts mehr zum Nachschlichten, aber ich muss morgen jede Menge kaufen. Dann würde ich sagen, Tag beenden und Tagesstatistik anschauen. 38 zufriedene Kunden, was will man mehr? Trotz Kühlschrank 290 Profit minus. Wäre natürlich besser. Müsli und Erdnussbutter hatten eine Preisanpassung. 6,91, dann mache ich 6,75. Alles klar. Und die Erdnussbutter ist gesunken. Die ist jetzt 4, machen wir 4,50.
25. So. Gut, wir fangen an zu kaufen. Zweimal Kaffee, einmal Tee, einmal Schokipick. Jo, einmal Schokipick. Zweimal Kaffee, einmal Tee. So, weiter geht's. Einmal Zucker, einmal Pasta, einmal türkises Mehl. Was habe ich gesagt? Oh Gott. Einmal Zucker, einmal türkises Mehl, einmal Nudeln. Wir werden wirklich viel brauchen. Erdnussbutter, Salz. Erdnussbutter, Salz. Würde gern von dem Mehl 2 kaufen, deswegen lasse ich das jetzt und nehme stattdessen eine Wasserflasche noch. Kaufen. Mal nachfüllen und dann schauen wir. Tee. Find's gut, dass die so übereinander stehen. Gibt man oh viel rein. Gefühlt. Mixerkarton. Mehl. Noch mehr Mehl. Überlegt, ob wir so ein bisschen herum pinseln. Oh, warte, ach, warte mal. Nehmen das Mehl. Ups. So. Mehl, Mehl, Salz, Zucker. Übernehmen. Da Öl. Ist das voll? Das mehr Sinn? Kann ich nicht übergeben. Mehl, Mehl, das Öl zusammen. Man da. Öl, Tee. Eigentlich war da der. Okay, warte. Oh. Das ist doch der Kaffee. Alles Öl nehmen? Nein. Wurscht. Muss ich immer noch überlegen. So, Mineralwasser. Zack, 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 zack. Sehr gut. Kaffee, Tee und Müsli passt eigentlich ganz gut zusammen, würde ich sagen, von der Produktgruppe her. Salz müsste eigentlich in Wachssachen sein, am ehesten. Zucker und Salz bei den Gewürzen. Wir haben noch nicht so viel. Die Nudeln müssten eigentlich bei den anderen Nudeln sein. Alles abnudeln. Na gut. Leere Schachteln sind gute Schachteln, würde ich sagen. Na gut. Hier ist auch nachgefüllt. Oder Erdnussbutter. Alles voll. Zu. Weg damit. Das Nachfüllen. Wahnsinn. Ich nicht so knausrig wäre jedes Mal mit dem Bestellen, würde ich einfach mehr bestellen. Im laufenden Betrieb, aber muss das halt. So, Kisten sind weg. Das heißt, wir brauchen Mehl, Mehl und einmal Toastbrot.
Einmal Mehl, einmal Toastbrot. Ich glaube, von dem Roten nehmen wir sogar zwei. So. Einmal Reis, einmal Nudeln. Wahnsinn. Einmal Reis, einmal Nudeln. So. Käse, Milch, Eier. Soll's tun. Käse, Milch, Eier. 9 Stück. Offen. Wir haben 448. Lizenz war 500, gell? Das heißt aber morgen 550. Werde ich mir auf jeden Fall die Lizenz holen. Oh, ich habe die Miete immer nie bezahlt. Ich dachte, das ist einfach nur, dass das was recht ist, sind alte Rechnungen zum Nachschauen. Ups. Egal. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Geld. Füllt sich wieder auf mit der Zeit. So, Milch rein. Theoretisch könnte ich die Getränke noch da drüben dabei reinstellen, indem ich die Lizenz eh nicht habe. Wo Platz ist, ist Platz, denke ich. Genau wie hier. Ups. Mehl. Mehl. Noch mehr Mehl. Basmati Reis. Alles beieinander. Ich dachte, da ist noch ein Paket von mir. Gouda. Oder was auch immer das ist. Dann kommt Teekäse. Da, da, da. Da so. Mehl. Ups. Tisch, nachdem wir so viel Platz haben, könnte ich eigentlich. Und die Reste da noch hin. Wenn Platz ist, dann brauche ich danach. Immer positiv denken. Kann man da die Nudel reingeben? Nein. Hätte ich die jetzt runtergebracht. Ey. Mehl. Ups. Wie geht das? Geht auch nicht. Immer die falsche Größe. Ah ja. Da, da, da. Eier sind fertig. Moin, moin. Wie geht's? Hallöchen, Hallöchen. Danke, mir geht's super. Wie geht's dir? So. Schwupps. Wir bauen heute gerade unseren Supermarkt auf. Ich glaube, ich kann sonst da nichts hinstellen. Ohne leere Kiste. So. Gut. Schade, dass die nicht runterräumen kann. Oh. Also es ist auf jeden Fall. Oh, das gelbe Öl haben wir noch vergessen. Oh oh. Das werde ich gleich noch reingeben. Einmal. Das grüne Öl können wir auch einmal bestellen. Gut, das bestelle ich jetzt noch sicher, sicher. Leute. Nein, nicht. Gott sei Dank nicht. Nur, dass es dann keine Überraschungen gibt. Theoretisch können wir noch die Wasserflaschen drüben reinräumen. Die übrig gebliebenen. Platz ist es Platz. Kommen die Sachen rein. Passt, das ist leer. Ja, geht so. Feier morgen den Geburtstag von einem Kollegen. Und das ist schlimm oder angenehm? Das hört sich irgendwie so dramatisch an. Oder so. Naja, mir wäre es lieber, er würde keinen Geburtstag feiern oder hätte mich nicht eingeladen. Oder habe ich das falsch verstanden? Theobald, wie geht's dir? Aber alles gut. Schaut denn mein Shop jetzt von außen aus? Er wird ja langsam. Ich meine,
Sieht halt aus wie diese kleinen Lädchen, die es zwischendurch gibt. Wo dann auch alles Mögliche verkauft wird. Oder? So, wisst ihr, bevor die Zeit jetzt losgeht, nutze ich einmal die Zeit und laufe in der Stadt herum. Wieso kann ich so weit in der Stadt herumlaufen? Wozu? Woodhouse Spa Center. Okay. Es sieht nicht besonders angenehm aus, das Spa Center. East Village. So lustig. Jewelry and Floral Design. Stell dir vor, man könnte noch andere Geschäfte machen. Dass man dann nach einem Lebensmittelmarkt, weiß ich nicht, andere Sachen verkauft. Dry Cleaners. Da sind aber ganz viele Woodhouse Bar Centers. Q Candy Smoke Shop Corp. Okay. Okay, das ist mein Favorite Zebrastreifen of all time, bitte. Habt ihr schon mal so einen Zebrastreifen gesehen? Ich bin begeistert. Wir haben auch in einer Einbahnstraße haben wir auch so eine Kurve. Und wenn man natürlich mit Kindern unterwegs ist, dann läuft man natürlich außen rum. Aber wenn man es eilig hat, aber wir haben keinen Zebrastreifen da. Mülltonne. New York City? Okay, gut zu wissen. Nee, der Spinner hat vor mir eine Freundin bekommen, obwohl ich ihm geschworen habe, dass ich vor ihm eine kriege. Ja. Dumm gelaufen würde ich, aber wettet man um sowas oder? Keine Ahnung. Was ist da? Loki Food and Groceries, okay. Candy, Hot and Cold Sandwiches, Beer, Soda, Milk, Cigarettes, Ice Cream. Aber die anderen Shops sehen alle so geschlossen aus. Noch ein Loki, gleich über die Straße. Die Leiter. No parking. Except Sunday. Oh, Sunday. Ich musste jetzt einmal herumlaufen und mir das anschauen. Ja, aus der Schweiz? Der schiebt mich einfach weiter. Der hat ein Schweizer Kennzeichen. Der hat ein freshes Kennzeichen. Was hast du für eins? Ein deutsches? S ist Stuttgart, oder? Ist nicht voll international und alle fahren da in. Was ist das? Halt, warte, warte. Ah! Kann ich. Ah! Bin gerade drauf gekommen, ich kann springen. Iowa, okay. Hey, der kleine Raffi will einkaufen gehen im Kira-Laden. So, wo ist denn der Kira-Laden da? Ich einmal um den Block gelaufen. Chicken Wing Boy, wo? Aus Genf? Ja, Stuttgart. Sehr gut. So, meine Lieben. Wir haben alles für den nächsten Tag vorbereitet. Es ist schon relativ spät. Ich muss morgen früh aufstehen. Hab den ganzen Tag Arbeit. Und dementsprechend werden wir für heute wohl oder übel aufrühren. Aber wir werden demnächst auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß noch nicht wann. Aber irgendwann werden wir weitermachen damit. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Yes. Aber es sieht doch schon ganz gut aus. Ich glaube, wir haben heute eine Menge geschafft. Wir werden dann noch Scheinwerfer bestellen für die Ecke, würde ich sagen. Die werde ich schon mal gleich. Er merkt sich das ja, was ich reingebe. Ich werde das sicherheitshalber reingeben. Zwei Stück Scheinwerfer für die Ecke da. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Aber dass man da so in der Stadt herumlaufen kann, ist lustig. Aber stellt euch vor, es gibt dann wirklich noch andere Shops. Voll lustig. So. Na gut. Theobald, wir sehen uns bald wieder. Außer ihr habt einen besseren Namen. Keine Ahnung. Ich bin nicht so gut im Namen finden. Das ist vielleicht mein Problem. Theobald.
Gut. Schauen wir mal. Da 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 Zack. Was haben wir denn da? Falls ihr noch weiter Supermarket Simulator sehen möchtet, es geht weiter. So, meine Lieben, ich sage auf jeden Fall Danke an alle, die heute mit dabei waren. War wieder sehr, 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 sehr lustig. Ja, wir haben heute eine Menge geschafft mit unserem Store. Bin auf jeden Fall froh, was wir alles zustande gebracht haben. Nächstes Mal werden wir alles noch ein bisschen optimieren und schauen. Und dann die Getränkelizenzen kaufen, würde ich sagen. Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch ein riesengroßes Dankeschön an Zero und King für ihre Raids. Danke, danke, danke. Danke an alle, die dabei waren und alle neuen Follower natürlich auch. Und ja, danke an eure Geduld. Und was soll ich noch sagen? Ich bin auf jeden Fall am Freitag wieder online. Genau, heute ist Mittwoch. Am Freitag bin ich wieder online. Am Nachmittag, wir machen Genshin Impact. Es gibt den Helichurl-Event, glaube ich. Ich muss kurz meinen Kalender schauen. Yes, Helichurl-Event. Und danach werden wir noch ein bisschen Shenyue Vale machen. Das auf jeden Fall wird einer der letzteren Streams sein vom Version Update, das dann nächste Woche schon ist. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Ja, ansonsten morgen Abend bei Evo gibt es wahrscheinlich wieder Final Fantasy VII Rebirth und wir gehen jetzt zu Sykes rüber, wo es auch Supermarket Simulator gibt. Also gerne vorbeischauen und ja, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Bye bye.